Randy, das gibt's doch nicht. Das hatte ich doch eben noch. Ich glaube einfach nicht. Eben war's doch noch hier. Ich bin doch... Oh nein. Müll. Mein Müll. Ich muss ihn wieder haben. Ganz langsam. Was ist denn passiert? Ach so. Entschuldigung. Ich habe heute Morgen ausgemistet und relativ viel Müll zum Recyceln hergebracht. Und dabei habe ich wohl mein Handy weggeworfen. Kein Problem. Finden wir schon wieder. Kommen Sie mit. Und wo waren Sie denn überall? Ja, eigentlich überall. Direkt nach dem Aufstehen habe ich mein Papier in die blaue Tonne geworfen, weil die abgeholt wurde. Vielleicht ist es da schon reingefallen. Dann schauen wir mal da. So, hier sind wir. Wollen wir mal schauen, was wir hier finden? Das sind ja Riesenberge. Das finden wir doch nie. Wo kommt das ganze Papier überhaupt her? Das ist das Papier, das mit der blauen Tonne gesammelt wird. Und außerdem wird hier auch das Papier angeliefert, das die Vereine sammeln. Hä? Naja, die Vereine bei ihren Altpapiersammlungen. Eine ganz wichtige Einnahmequelle für die. Und seit wir die kostenlose blaue Papiertonne haben, haben wir sogar 15% mehr Papier hier im Kreis. Ist ein echt guter Service für die Leute. Und jeder kann selber wählen, was er will. Dieser Service ist echt klasse. Wo gibt's das schon? Das ist ja schön für die Umwelt. Aber Sie erinnern sich, mein Handy. Habe ich nicht vergessen. Haben Sie mal eine Nummer? Keine Angst, das finden wir bestimmt. Also klingeln tut's. Hören Sie was? Nee. Ich auch nicht. Gehen wir mal weiter. Was ist das denn? Das ist ja gigantisch. Das sind gepresste PET-Flaschen. Die recyceln wir hier wieder. Da haben wir eine Mühle, da mahlen wir die Flaschen und dann machen wir Flakes aus diesen Flaschen. Soll das heißen, ich bekomme mein Handy aus einer Frühstücksflockenpackung wieder? Nein, die Flakes werden eingeschmolzen. Da machen wir neue Kunststoffprodukte draus. Zum Beispiel neue Flaschen, Folien, Verpackungsbänder und vielleicht sogar auch mal ein Handy. Ja, das bringt mir jetzt aber eher weniger. Haben Sie auch wieder recht. Was haben Sie denn alles zu uns gebracht? Alles Mögliche. Ich habe doch meine Garage ausgeräumt. Alte Farbtöpfe und so. Ah, okay. Probleme. Farben, ja. Lacke, Laugen, Batterien. Ich hoffe zwar nicht, dass das Ding in den Farbtopf gefallen ist, aber wir rufen trotzdem mal an. Und all der Problemmüll, wird das alles von Privathaushalten abgegeben? Nein, nein, das ist nur der kleinste Teil. Der größte Teil, der kommt aus Gewerbebetrieben, aus der Industrie. Wir sammeln da vor allem Wertstoffe. Wir können da wirklich alles annehmen, wir haben. Schraubverschlüsse, Glas, Kunststoffabfälle, Autoreifen, Gewerbemüll, Folien, Windschutzscheiben, Holz, Bauschutt und Schrott natürlich. Aber hier klingelt auch nichts. Nee. Apropos Schrott, Sie haben ja sicher auch Wertstoffe abgegeben, wenn Sie bei sich entrümpelt haben. Ja klar, Stahlfelgen, alte Kabel und sowas. Und Omas alte Töpfe. Habe ich sogar noch richtig Geld für bekommen. Natürlich, ist bei uns doch selbstverständlich. Können Sie sich jetzt ein neues Handy davon kaufen? Nee, Spaß. Ich rufe gleich mal an, das werden wir schon finden. Willkommen in der Umwelt.